Ah, das wollte ich sehen. Guck dir das an. Das hier ist ein ziemlich krasses Tool und das testen wir heute gemeinsam. Das soll eine Wärmebildkamera sein, die alle Möglichkeiten gibt wie eine professionelle Wärmebildkamera. Das Teil ist idiotensicher, dafür musst du nicht studiert haben. Du brauchst noch nicht mal die Betriebsanleitung zu lesen, weil du machst es an, da kommt dein Bild und du siehst sofort, was Sache ist. Du hast hier drei Kreuze. Das mittlere Kreuz ist unsere quasi mittlere Angabe und das sehen wir hier oben. Aktuell haben wir da diese blaue Fläche, 16,5 Grad. Das grüne ist die kälteste Stelle und dann haben wir noch ein rotes Fadenkreuz. Und wir gehen wieder auf mich. Das ist die Maximalangabe, der heißeste Punkt. Auf jeden Fall, das Ding hat richtig geile Funktionen. Und wir werden heute einiges damit austesten. Wir werden damit Leitungen im Unternehmen suchen, ob unsere ganze Heizung in Ordnung ist, ob das ExoCar alle Funktionen hat, ob da alle Rohre dicht sind und natürlich beim Schweißen testen und natürlich beim Werkstoff überprüfen, wie sich da die Wärme verhält. Zeitgleich können wir das Ganze fotografieren, wir können das sogar dokumentieren, indem wir sogar eine kleine Aufnahme machen. Wir haben hier gewisse Einstellungen, da tauchst du ganz einfach mit diesem Button ins Untermenü und dann kannst du dich durchklicken. Du kannst die Sprache verstellen, du kannst die kompletten Einstellungen verstellen, also eine Menge Einstellmöglichkeiten, aber das interessiert uns nicht. Und es kommt sofort zum Einsatz. Ich habe hier demnächst neue Brenner, die ich rausbringen will. Und wir wollen die natürlich auf Leistung überprüfen, auf Temperatur. Wie verhalten die sich? Was passiert da überhaupt beim Schweißen? Wo ist der Hitzebereich? Wo ist ein kritischer Bereich? Und das Ding hat mir schon mal alles richtig angezeigt. Und ich kann da an der Stelle weitermachen. Als ich das Ding ausprobiert habe, kam ich sofort auf den Gedanken, ich habe noch ein paar kleine Probleme mit dem ExoCar. Also wollte ich unbedingt rausfinden, ist da alles in Ordnung mit meiner Wasserkühlung? Laufen all meine Zylinder? Wie sieht der Krümmer aus und wie sieht die Abgasanlage aus? Und wo habe ich kritische Hitzepunkte in dem Fahrzeug, um das zu verbessern? Das kleine Ding mit diesem kleinen Display hat mir sofort die Antworten geliefert. Wir sehen jetzt aktuell die Kiste sowie der Motor absolut kalt, maximal 18 Grad. Ist überhaupt nichts los. Machen wir das Ding mal an. So. Guck mal, oh, du siehst sofort, was warm wird. Das ist geil. Wird sofort warm. Wir können hier schon sehen, was hier so abgeht. Da strahlt er gut ab. Guck mal, das wollte ich sehen. Guck dir das an. So, beobachten wir mal die Abgasanlage, was die macht. Die müsste auch schon Temperatur haben. Guck mal, bis dahin hin kann ich alles schön kontrollieren und sehen. Das heißt, ich könnte mir hier auch schon Ableitungen machen, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre im Abgasstrang. Ne? Könnte ich sagen, irgendwo an einer Stelle Undichtigkeit oder könnte ich genau sehen. Bis jetzt alles okay. Das ist auch super wichtig. Guck mal hier. Der Unterboden. Ne? Der Unterboden. Ich kann jetzt genau gucken, was der Unterboden macht, weil man sieht hier zum Beispiel eine sehr heiße Stelle. Siehst du das? Das heißt, ich habe eine sehr hohe, starke Hitzeentwicklung hier. Das heißt für mich, ich muss da isolieren, am besten thermoisolieren, weil auf Dauer, der läuft ja jetzt nur ganz kurz, ist ja schon heiß. Da ist schon eine gewisse Farbveränderung. Das heißt, mit der Zeit wird es da schon richtig heiß. Und was interessant ist, ob ich jetzt von hier messe, zeigte mir 194 Grad an, ob ich von hier messe, zeigt mir immer die 194 an. Und was jetzt interessant ist, unseren Wasserkreislauf zu beobachten. So, was ist hier los mit meinem Wasserkreislauf? Was schon mal gut ist, dass der läuft, ne? Guck mal, ich sehe alles, das läuft. Er läuft da hinein, kommt da an, hier, das ist mein Kühler. Hier ist am wärmsten. Das kann ich alles hier sehen. Genau, und hier kommt die Kühle.
das kühle Wasser an und wird wieder eingespeist. Und das kann ich alles hier sehen. Und das ist super wichtig, weil ich hier eine Stelle habe, die ich auch überprüfen muss. Hier auch ganz wichtig, ne? Guck, ey, das ist so ein geiles Beispiel. Das Problem, ich habe hier auf die Schnelle einen Knick mir reingemacht. Und du siehst schon, dass das ein kleines Problem ist. Das müssen wir unbedingt beseitigen. Das müssen wir unbedingt beseitigen. Das ist, siehst du, ich hab's geöffnet und schon sieht die Sache anders aus. Dann läuft das, dann zirkuliert das Wasser da an der Stelle. Schon alleine hierfür hat sich das Ding gelohnt. Aber noch krasser war, ich bin damit durch die ganze Firma gelaufen und habe mir einfach die Gebäude angeschaut. Und das Erste, was ich festgestellt habe, ich habe ganz viele Heizungsrohre bei uns entdeckt. Und ich habe gesehen, dass die Heizung jetzt aktuell schon läuft. Ich habe gesehen, dass alle Leitungen okay waren. Da habe ich gedacht, gehst du doch mal in den Heizungsraum und guckst dir den Heizungsraum an. Auch da alles in Ordnung. Alle Leitungen, die Hitze, Wärme leiten, funktionieren. Und die, die kaltes Wasser beinhalten, waren natürlich eiskalt und nicht zu sehen. Dann habe ich mir gedacht, warte mal, gehst du mal kurz in die Ausstellung und guckst, was du da entdeckst. Und ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir haben eine Bodenheizung in der neuen Ausstellung und hast du sofort die ganzen Leitungen gesehen von der Bodenheizung. Und was ist so geil? Du kannst sofort sehen, ob die Leitungen in Ordnung sind, ob sie funktionieren und du kannst sogar sehen, wo du mehr Temperatur eingestellt hast. Das heißt für mich, wenn ich da einen Kreislauf hätte und da wäre etwas defekt, könnte ich das sofort an der Stelle entdecken. Das ist schon ziemlich krass. Dann habe ich mir gedacht, gehst du doch mal außenrum und beobachtest, ob die Halle dicht ist, ob da irgendwo Hitze entflieht, was man nachbessern könnte. War alles okay, ganz klar, an den Fenstern, an den Türen haben wir eine Temperaturveränderung gehabt, aber du musst hier auch ein bisschen aufpassen. Auf der Wärmebildkamera werden einige Sachen sehr, sehr, ich sag mal, farblich intensiv dargestellt, aber du musst nochmal genau gucken, wie viel Temperatur ist das, weil er guckt immer im Verhältnis kalt zu warm. Und das rechnet er dann um. Das heißt, manchmal sieht eine Stelle aus, als wäre die 100 Grad heiß, aber in Wirklichkeit sind es ja nur 23. Wir sind ein Schweißtechnik-Kanal und wir wollen wissen, was bringt das Ding uns Schweißern, uns Metallern und Schlossern und alle, die dazugehören. Ganz klar, Wärmeverteilung in unseren Bauteilen. Da kannst du genau sehen, was los ist und hier geht die Show ab. So, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Experiment. Wir wollen erfahren, wie verteilt sich die Wärme im Material? Wir haben unterschiedliche Werkstoffe, Chrom-Nickel-Stahl, Aluminium, Stahl. Wir wissen ja beim Schweißen, Verzug, jedes Material reagiert anders. Und jetzt haben wir das Werkzeug, um das zu visualisieren. Wir müssen das jetzt natürlich passend zuschneiden. Hallo. Alu, butterweich. Chrom-Nickel-Stahl. So. Dann gehen wir einfach mit unserer Lötlampe auf die Bauteile. Was? Aber man sieht auch hier schon so visuell, was passiert. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt einmal weg. Weil das wird ja langsam schon rot an der Stelle. Die Wärme bleibt aber lang drin, du. Das ist auch interessant. Wie Stahl die Wärme hält. Na? Ich hätte jetzt erwartet, Aluminium, wir werden jetzt im Vergleich haben, wie schnell doch Aluminium abkühlt. Weil guck mal, wie stabil der die Wärme hält. Das ist ja unfassbar. Wir sind ja jetzt bei 165. Wir gehen jetzt mal hoch. Da oben, da wo der weiße Punkt ist. Ganz genau, absolut, ja. Da wo der weiße Punkt ist, das ist jetzt hier. Da haben wir 83 Grad. Das heißt, wir haben jetzt hier 148 und hier haben wir nur noch 80. Nee, sogar tiefer. Sogar tiefer? Der ist ja genau. Irgendwo hier. Ja. Genau, da haben wir 80. Ja, und da einfach mal, ja. Das war sehr interessant. Wir können eigentlich zum zweiten übergehen. Ja. 22 Grad hat das Alurohr.
Ich würde sagen, starten wir. Ungefähr eine Minute habe ich draufgehalten, ne? Okay, ich mache jetzt aus. Guck mal, 192, 191. Guck mal, wie schnell ratzefatze die Temperatur runtergeht. In was für einem Tempo. Naja, oben wird die wärmer und in der Mitte wird es kälter. Ja, oben bleibt es stabil, ne? Guck mal, du hast recht, es wird sogar wärmer oben. Ja, im Verhältnis, ne? Das ist ja so interessant. Das heißt, bei Stahl haben wir eine starke Hitzeentwicklung, langsam nach oben gegangen und genauso wiederum abgekühlt. Ne? Relativ das obere Ende abgekühlt. Und bei Aluminium haben wir einen völlig anderen Effekt. Bei Aluminium ist es so, wir haben das Ganze schnell auf dem, also was heißt, länger auf Temperatur gebracht. Hier ist die Hitze, die geht hier langsam zurück, aber die Wärme bleibt hier oben im Material. Das heißt, die Wärmeverteilung in Aluminium ist viel, viel, ich sag mal, besser. Deswegen sind ja auch ganz klar Kühler aus Aluminium, weil die das mit der Wärme viel besser geregelt bekommen. Es verteilt sich einfach besser. Guck mal, wie schnell das hier auf Temperatur schon ist, punktuell gesehen. Na, guck mal, hier glüht es schon. Und hier oben ist noch gar nichts los. Guck mal, ich bin schon am Glühen. Krass. Krass, krass, krass. Und guck dir das, wie das hier aussieht. Das ist unfassbar. Hier ist es glühend, heiß, rot. Und hier oben kann ich sogar noch anpacken. Ne? Das ist die Eigenschaft von Funchrom-Nickel-Stahl, von einem Edelstahl. Weil die Wärmeverteilung ist hier noch geringer wie bei Stahl. Ne? Die bleibt konzentriert hier und es dauert ewig, bis die mal hier ankommt. Deswegen haben wir bei Edelstahl auch das Problem mit dem Verzug. Ne? Aber das ist ja auch mal eine krasse Geschichte. Total irrsinnig, wie unterschiedlich das ist. Ne? Guck mal, oben, da hatten wir beim Stahl, keine Ahnung, 100 Grad gehabt. Jetzt sind wir bei 21 und unten sind wir bei 138. Und bei Aluminium war das ja völlig anders. Wir wussten ja schon, was mit den Werkstoffen so passiert und Temperatur beim Schweißen, kannten wir ja schon alles. Ne? Aber diese kleine Wärmebildkamera, die hat uns das jetzt visuell ganz klar gemacht. Aluminium, viel bessere Wärmeverteilung. Das heißt, ich bringe etwas warm und die Wärme zieht sofort ab. Deswegen haben wir das Problem bei Aluminium, dass wir sehr viel Wärme reinbringen müssen, bevor wir da überhaupt schweißen können, plus die Oxidschicht, ganz klar. Bei Stahl hingegen völlig anderes Bild. Ne? Braucht etwas länger, verteilt sich die Wärme, aber mit der Zeit wird das Bauteil auf Temperatur gebracht. Aber natürlich bleibt die Hitzekonzentration an der Stelle, wo wir heiß machen. Und der Effekt bei Edelstahl ist ja noch mal krasser. Da bleibt die Wärme noch konzentrierter an dem einen Punkt und verteilt sich ganz schlecht. Deswegen auch bei diesem kleinen Rohr haben wir hier die Hitze und hier oben können wir noch anpacken. Ne? Also sehr, sehr spannend. Und das Ding hat uns wirklich das Ergebnis geliefert. Schon krasses Ding.